Willkommen. Willkommen zurück hier beim Herrn Lück und Far Cry 1. Und das Blöde ist, ich habe gerade fast alles durchgehabt. Da kackt mir das Spiel ab. So, und wir werden wieder einen nach dem anderen metzeln. Ist alles okay? Ja, nix ist okay. Jetzt kannst du kommen. Komm, mein Freund. Weil sie wissen ja, aus welcher Richtung Kontakt es kam. Kontakt verloren! Aber sie wollen den Kontakt nicht haben. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Komm. Und da ist nämlich noch einer. Und da oben ist auch Kontakt noch einer. Kontakt verloren! Kontakt hergestellt. So, jetzt müssten noch zwei kommen. Ah, zwei Brüder. Ist alles okay? Komm raus und kämpfe! Es ist alles perfekt. Ich würde ja gerne kämpfen, aber irgendwie... Also das mit der Framerate, das muss ich nochmal kurz erklären. Kommt da noch jemand? Da drüben war noch einer. Da oben war noch einer. Achtung. Genau der. Oh, ein wunderschöner Kopfschuss. Das war doch schon mal fantastisch. So, jetzt bleiben wir auf dieser Seite. Und da haben wir noch den einen Typen mit dem Maschinengewehr. Achtung, da ist er. Anvisieren. Und treffen. Okay, sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt können wir nämlich hier rechts lang. Und dann plötzlich ist mir das Spiel abgekackt beim letzten Mal. Die Framerate geht gleich hoch. Da ist noch irgendwo einer gewesen, der mich extrem verletzen wollte. Oben an der Ecke. Da? Oder wo war der? Oder habe ich den vorher vergessen? Nee, den, der war schon da. So. Und dann müsste man ihn irgendwo sehen. I don't know, wo das war. Ich bin ja im Moment nicht sichtbar. Ich gehe mal weiter. Da ist er. Okay, also Kopfschüsse sind immer noch am effektivsten. So, der ist platt. So, an diese Stelle. Nein! Was mache ich denn? Warum springe ich denn drüber? Ach, hier. Okay, so haben sie es gelöst. Auch nicht schlecht. Falls man mal drüber springt. Ich weiß, dass du da draußen bist. Oh, klingt nicht gut. Auf jeden Fall sind die Frames jetzt wieder dort, wo sie sein müssen. Du weißt, dass ich da draußen bin. Okay, wir hocken uns mal hin. Ich finde das M16, oder wie das heißt, immer noch am besten. Nur sehen die kleinen Pixelmänner extrem klein aus. Deswegen sind es kleine Pixelmänner. Und es ist ganz, ganz schwierig, sie zu treffen. Ich muss hier ziemlich vorsichtig sein. Ziemlich vorsichtig. Na Mensch. Uno. Also das mit der Hocke ist immer noch das Beste. Ich muss das mal so sagen. Okay. Und man muss hier immer auf den... Hier oben achten. Nur das kann doch nicht sein, dass so ein Spiel, so ein altes Spiel... nicht so flüssig läuft wie in Far Cry 3, was weitaus hardwarefressender ist. Das liegt wahrscheinlich echt an der Optimierung. Ah, gespeichert. Sehr, sehr gut. Das heißt, wir haben den ersten Teil. Was war das für ein Geräusch? Ich glaube, er sucht nach der Frau. Ach tja, die wird er nicht finden. Die will er aber finden. Dann sind wir wohl auf uns allein gestellt. Schätze, da war gar nichts. Na komm. Ich höre euch doch. Hauptsache, er kommt nicht von hinten. Von hinten ist mies. Oder muss ich jetzt hier runter? Nein, das ist nicht so für runtergehen. Ich bin das nicht. Das ist der Sack. Okay.
Hier kann ich mir doch irgendwas holen. Aha! Eine Smartcard. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Hallo? Kein Lebenszeichen von Val, aber ich habe ihre Kamera gefunden. Außerdem gibt es dann noch eine Akte von einem Typ namens Krieger. Naja, kaum zu erkennen. Dieses Archipel eignet sich ideal für meine Forschungen. Die Inseln liegen weit ab der internationalen Schifffahrtsrouten. Hier kann ich meine Arbeiten durchführen, ohne von der Außenwelt gestört zu werden. Es wird nicht einfach, aber die Zukunft der Menschheit hängt vom Erfolg meiner Forschungen ab. Es wird mir gelingen. Naja. Sie bringen Val zu einem Ort, den Sie Bunker nennen. Sagt Ihnen das was? Ja, holen Sie ein Boot und wir treffen uns. Schon auf dem Weg. Ein Boot. Ja, das brauche ich gar nicht. Ich kann ja nichts mitnehmen, weil ich noch so... Mir ist der Stuhl umgefallen. Weil ich immer noch so gut bewaffnet bin und so gut ausgerüstet. Auch von dort bin ich gekommen. Jetzt muss ich hier lang. Also das mit dem Rost und so, das haben die schon echt nicht schlecht gemacht. Man könnte... Siehst du was? Was ist denn das? Klingt wie ein Hubschrauber. Oh, ich hasse Hubschrauber. Da ist was zur Hölle? Oh, verdammt! Mensch, manche sind aber echt hartnäckig. Und dann legen sie sich nicht mal hin, wenn man sie schlafen schickt. Leg dich hin. Die Moon. So, jetzt muss ich wohl hier hoch. Aha. Okay, probieren wir es mal. So, ah. Das Spiel ist gespeichert. Das ist ja cool. Dann hat das auch einen Grund. Oh Gott. Oh, Mist. Nicht gut. Oh, was ist denn hier los? Oh, nee. Okay, also so wird das nix. Hier muss man mit Geduld rangehen. Komm. So, hier hoch und dann gleich. Was zur Hölle geht hier vor? So, okay. Ah ja, das haben wir ja schon mal ganz gut gelöst. Jetzt war dort einer. Au! Wo ist noch einer? Ach, da oben. Ah, oh, Mist. Wer trifft, ist klar im Vorteil. Oh, ich sehe gar nicht gut aus. Ist da hinten noch einer? Oh, Mist, jetzt kommt er von der anderen Seite. Wo ist denn der? Okay. Erledigt. Gibt's hier irgendwo... Wo ist der hin? Scheiße. Was ist denn hier los? Ja, dreh dich mal mit dem Rücken zu mir. Sehr gut. Okay. Oh! Ah! Mist. Wer hätte das gedacht? Okay, auf geht's. So, erstmal den Hubschrauber. Das ist am wichtigsten. Nee. Nee. Shit. Was für eine Kackstelle. Ich muss aber dort hoch, oder? Es gibt keinen anderen Weg. Was zur Hölle da? Oh, stirb! So, okay, aber... Das war nix. Ach, ich habe bloß deinen Hubschrauber abgeschossen, ansonsten war das gar nix. So, wir müssen jetzt vorsichtig sein. Was ist denn hier los? Okay. Ah! Wie soll ich denn das machen, ey? Wie stellt ihr euch das vor? Ich muss den auf jeden Fall treffen. Da muss es doch einen Trick geben. Was ist denn da? Stehen bleiben!
braucht zu viel. Oh. Scheiß Hubschrauber. Das mit der anderen Waffe habe ich doch Plus. Das ist doch Käse. Oder? Was ist denn? Da steckst du also. Okay. Vielleicht ist das doch besser. Au, au, oh Mann. Au. Egal sein, was das war. So. Warten der andere. Okay. Ah! Wo denn? Wo denn? Oh nein! Oh, da war noch einer im Rücken von mir. So eine Scheiße aber auch. Rüber hier. Bleib wachsam. Gott, das sind zu viele. Das sind zu viele. Maschinengewehr werde ich nicht packen, oder? Der sich nur ja. Zur Hölle. Shit, ey, wie viele seid ihr denn? Na komm, was ist denn hier los? Oh, hab ich die erwischt? Da ist noch einer gewesen. Komm raus, komm raus. Hey! I'm talking to you. Denn alle drei erwischt? Nee, da sind noch welche. Au! Bitte nicht sterben! Die Frage ist, kommt die auf mich zu oder was machen die jetzt? Da ist eine Rüstung auf jeden Fall. Das ist eine Granate. Das war schon mal ganz gut. Ah! Komm schon, zeig dich. Okay, prima. Mal gucken, wie viel es da noch gibt. Irgendeiner schießt doch noch. Da hinten. Und da ist auch noch einer. Oh, Mist. Scheiße, nicht erwischt. Aber vielleicht so. Ich bin blind. Das ist Sinn und Zweck der Sache. Irgendeiner läuft doch noch hier lang. Okay, du bist blinde. So. Der Typ. Ich habe die ganze Zeit gestanden. Bitte nicht noch einen Schuss. Ich möchte nicht noch einen Schuss bekommen. Ich hoffe auch, dass der Hubschrauber mir fern bleibt. Wo ist der Typ, der da schießt? Muss doch irgendwann mal rauskommen. Wo ist denn der? Scheiße, ich habe keine Granate mehr. Ich sehe ihn nicht. Aber. Ah. Okay, der ist dahinter. Auf jeden Fall dahinter.
Scheiße, ich kann nichts mehr werfen. Stein habe ich nicht. Ich gehe mal ganz schnell hier rüber. So, kann ich ihn jetzt sehen? Muss mich langsam vorpushen. Da ist er. Okay. Das war's, oder? War's das? Also wenn jetzt hier noch einer versteckt ist, dann wäre das das Mieseste, was ich kenne. Das muss ich jetzt echt mal sagen. Kann man denn hier drüber gehen? Ja. Finde ich hier irgendwo noch Gesundheit oder sowas? Ah, das ist das Boot. Das ist das Boot, also okay. Aber, wenn ich mich da reinsetze, wie komme ich dann da runter? Hm. Wo gibt es denn hier noch Gesundheit, Jungs? Ich brauche hier Gesundheit. Jetzt bin ich ziemlich aufgeschmissen. Ich habe euch ja nun alle gepackt. Die Tür geht nicht auf. Und ich glaube, wenn ich jetzt nochmal dort runter gehe und mir Gesundheit hole, dann kommt der Hubschrauber nochmal, stimmt's? So, diese Waffe brauche ich nicht. Die Kisten gingen nicht kaputt und hier hinten. Ich habe halt ein bisschen Panik, dass mir jetzt der Speicherpunkt verloren geht. Bloß Waffen. Dann kriege ich nichts mehr. So, wie komme ich jetzt noch... Wie komme ich jetzt dort runter? Das ist eine gute Frage. Wo bin ich eigentlich hergekommen? Von hier, ne? Ah, Scheiße. Ich überlege halt, was man jetzt macht am besten. Denn da zu dem Boot? Wenn ich da reinspringe, bin ich tot. Das weiß ich jetzt schon. Das ist keine gute Idee. Reinspringen ist keine Option. Oder? Oh, guck mal. Aha. Und jetzt? Das andere auch noch. Und dann? Nein! 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 Ah doch, es geht! Oh! Okay, oh. Ich habe ein Boot. Was nun? Unsere einzige Chance besteht darin, das Kommunikationsnetz zu unterbrechen. In dem darauffolgenden Chaos können Sie dann fliehen. Um das Netz zu unterbrechen, müssen Sie nach Kabatu. Fahren Sie nach Osten und halten Sie nach Kabatu Ausschau. Okay, mach ich. Mensch, ey, ich hab's überlebt. Mit ein wenig Glück. Vielleicht ohne Rüstung wäre das nicht... Ah, geil. Dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, tschüss. Herr Lück hatte Glück. Haha. Was für ein Glück. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.